Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Heute habe ich etwas aus Irland, steht schon sehr lange rum. Connacht Batch One Single Malt Irish Whiskey, 47% aus den feinsten Irish gemälzte Gerste hergestellt, in Kentucky Bourbons gereift und Oloroso Sherry Fässern. Bei mir auf der Webseite steht dann da gefinished in Oloroso Sherry zum Teil. Gut, Whiskey Base Nummer 189793. Das kam tatsächlich hier August 2021 auf den Markt. Ich habe eine Flasche gekauft, geteilt und vergessen. Es gab so viele andere Sachen, die ich immer wieder gemacht habe. Ich habe die Brennerei tatsächlich sogar auch im Juni 2022 besucht. Der Master Distiller, der Ryan, der jetzt da ist, kommt aus den USA. Mit dem war ich zusammen in Bremen auch essen. Und ja, sehr, sehr interessant. Was habe ich hier? Was ist mein Vergleichswhisky? Jason, das ist keine Flasche. Nein. Mir gehört zusammen mit anderen durch eine Fassverteilung ein Fass dort bei Connacht. Und als ich da war, habe ich im Juni 2020 tatsächlich eine Fassprübchen bekommen. Und ich dachte, direkt aus dem Fass, also 47%, 60% circa. Dann dachte ich mal, wir vergleichen das einfach miteinander. Ist das fair? Nein. Aber ich werde vom Anfang an hier mit Wasser arbeiten, sodass es ein bisschen fairer wird. So, okay, ungefähr 47, genau 47. Kostet in Deutschland um die 58 € die Flasche. 59,90 €. Importeur ist Mareike Spitzer vom irish-whiskies.de. 4 Jahre altes Zeug. Nun, wenn ich auf der Webseite gehe hier von Connacht Whiskey AY.com, komme ich hier hin zu auch der Connacht Single Batch One. Und übrigens, jetzt in diesen Tagen, wo das gedreht wird, kam Straw Boys, der neue Abfüllung von Connacht raus. Okay, das ist der erste Whisky, der selbst produziert wurde von Connacht. Spade & Buschel ist deren Marke für gesourcete Whiskys. Und es wurde geduldig gereift, 4 Jahre alt, als denn dort tatsächlich aus hundertprozentige Irish gemälzte Gerste hergestellt wurde, gereift in Ex-Bourbon-Fässern aus Kentucky, wie ich sagte. Und hier steht gefinished in Jerez-Fässern. Warum sie nicht Sherry schreiben, weiß ich nicht. Okay, und dann, wenn ich hingehe, auch auf der Webseite hier zu About Us. Es ist immer wieder, ich, Whiskey Jason, hat mein Problem zu verstehen, wer Connacht Brennerei ist. Ja, also Connacht liegt in County Mayo, liegt auch in der Stadt, lass uns sehen, dass ich es richtig ausspreche, Ballina. Und da fließt tatsächlich der Fluss direkt ins Meer denn dort. Ist herrlich, ist schön da. Auch die Brennerei ist an diesem Fluss dran, war vorher eine Bäckerei. 2016, jetzt wird es kompliziert für mich, gab es und gibt es immer noch einen Master Distiller namens Robert Castle. Er hat diese Anlage geplant und gebaut. Allerdings, Robert Castle wohnt in Pennsylvania, in Philadelphia, Pennsylvania, um genau zu sein, und ist immer noch da. Wie? Das ist immer mein Problem bei Connacht. Wie kann man Master Distiller sein in Philadelphia, Pennsylvania und gleichzeitig in Irland? Naja, Billy Walker ist auch irgendwie Master Blender oben in Irland, auch, aber mit seiner R3-Serie, aber gut. Und diese Anlage, drei Potstills, sehr schön gemacht, wurde dann dort tatsächlich in Kanada die Potstills hergestellt. Und die ganze Anlage um die alles andere, der Wort-Mach-Moment, also alles, was Bier herstellt, also unsere Mühle, unsere Maischen, unsere Fermentierung, kommt alles aus Deutschland. 2016 war schon ein Boomjahr für Whisky, besonders in Irland. Und ich habe das Gefühl, immer wenn ich hinkomme, oh, wir wollen Teil davon werden, wir schmeißen ein bisschen Geld und schauen wir mal, was passiert.
Meines Wissens gab es schon drei, wenn nicht vier neue Master Distillers seit 2016 da. Ryan ist schon ein bisschen länger denn da. Es hat sich alles beruhigt. Ja, und das ist so einfach mal interessant. Immer noch auf der Webseite steht, Robert Castle ist unser Mann. Von der Person, der tatsächlich die Anlage betreibt, von Ryan, ist da, habe ich nichts gesehen. Gut, das ist ein Foto, wo ich seine Arme und seine Hände sehe, wie eine Flasche beklebt, aber sonst ist da nichts. Und deshalb ist es ein bisschen schwierig für mich, diese Cognac hier greifen. Ah, sie verkaufen immer noch Fässern. Man kann immer noch Teil der Cask Club werden, man kann sie auch besuchen und so weiter. Ich gehe einfach mal ganz kurz zu News, wo ich noch nicht war. Wann war das letzte Mal, wo der Webseite hier abgedatet wurde? So, ja, ich verstehe. So, was ist denn da? So, Oktober 28, 2022. Die haben die Besucherzentrum Öffnungszeiten geändert. Ja, gut. Und Straw Boys kam jetzt hier. Irish Whiskey gerade raus. Gut, genug Zeit auch im Glas gegeben, diese Whiskey hier ein bisschen sich zu entfalten. Ja, also Natural Color steht irgendwo auf unserer wunderschönen Flasche hier, Non-Chill Filtered. Distilled and bottled by the Connacht Whiskey Distilling, Mayo, Ireland. Schöne Flasche, also auch dieses Emblem hier vom Connacht. Ach, könnt ihr nicht so gut sehen, mit dem Drachen ist da drauf. Oh, durch die Rückseite kann man es fast besser sehen. Ah, nee, Jason kriegt das nicht hin. So, auf der Rückseite hier ist die erste, da, Barley, bla bla bla, 4 Jahre, bla bla bla. Unsere Distiller haben das für richtig. Reif erkannt, nein. Weder Natural Color noch Non-Chill Filter steht auf der Flasche drauf. Jungs, das dürft ihr das ein bisschen verbessern für uns. Gut, im Vergleich, auch ich habe ein Kentucky Bourbon Fass. Der riecht viel besser, viel intensiver. Ein bisschen auch diese sehr zitruslastig. Meringue, also aufgeschlagene Eiweiß. Hier gesetzter, süßer, ein leichte beerige Note da, Sherry. Also mein Gefühl ist, dass dieses Sherry-Fass, sorry, ausgelutscht war. Und da war Tage, wenn nur wenige Wochen drin. Also der Sherry-Einfluss hier ist müh. Ist ganz, ganz, ganz winzig. Aber vielleicht genug, aber nicht wow. So, einfach, denk einfach an Bourbon gereifte, ehrliche, eigene Produkt hier, 4 Jahre alt, 47%. Bisschen Gerstemalz, bisschen Vanille, bisschen leichte Zitrusmomente, aber ganz, ganz wenig. Nicht so wow. Ja. Ich helfe mir ein bisschen. Ich gehe mal rüber zu Whiskey Base. Da sind zwei Leute, die gute Beschreibung geschrieben haben. Also, Notes of Malt hat dann dort, tatsächlich November 2021, geschrieben. Würzig und gleichzeitig süß. Zucker, Rübensirup, Sultanen sowie ein leichtes Aroma von Buttercakes. Es folgen Sommeräpfeln, trockene Stroh, gehe ich mit, sowie eine Lebkuchenmischung mit Zimt. Milden Gewürznelken und ein Hauch Ananas. Außerdem Kaffee habe ich gar nicht. Mandeln und ziemlich trockenen Kakaopulver. Wow! Also man merkt, die Flasche ist fast leer. Vielleicht ist ein bisschen Aroma verflogen. Kann so sein. Und hier auch Archer hat geschrieben, denn da von Beginn an sehr würzig, aber auch schon mit Rosinenfeigen als einleitende Fruchtnot. Honig, Karamell, Kakao. Sorry. Kaffeepulver wirkt sehr crisp und knackig. Ja, absolut knackig. Grüner Apfel mit Nelken gespickt. Im Hintergrund etwas Zimt, duftendes frisches Heu. Siehst du, Heu kommt Strohheu, ein bisschen grasig. Ich mag das Wort grasig nicht. Ich denke an frisch geschnittenes Gras. Das ist nicht, das ist Heu, das ist Stroh.
Eine Wiese voller Frühlingsblume, gehe ich mit. Mandelmuse habe ich noch nie gehabt. Mandelmus, und doch habe ich. Arabische Küche, yummy. Persisch, okay. Haselnusskrokant, Jugend, andeutende Getreidenoten, was nicht negativ sein soll. Also ich stimme vieles zu, allerdings bei mir, wenn man meinen Geschmacksrat, also Elsburn, häufig ist 10 und dann das ist hier bei 3. Da ist nicht wow viel, was mir entgegenspringt. Tschüss. Die 47% erlauben eine Cremigkeit, eine Frische, diese vanillige Zitrusmoment, ein bisschen Strohheu mit dabei, ein bisschen staubig ist nicht das richtige Wort. Frische. Gut. Echt? Also ein 3 plus. Ich glaube, ich habe seit einem Jahr nicht mehr im Glas gehabt. Das gefällt mir. Oh, und jetzt kommt dieser leichte Sherry-Berry-bärige Moment hinten raus. Also harmonisiert schon miteinander sehr, sehr schön. Gut. Yay. So, im Geschmack. Wärmender Antritt mit Nüssen und Mandeln. Dickflüssig, ich habe es cremig genannt. Cremig, wie in der Nase zeigt sich auch in der Zunge eine gewisse Knackigkeit, die sicherlich seine Jugend geschuldet ist. Grüner Apfel, Birnenmus, Moos, Honig, Toffee, Muskatnuss, Pfeffer. Und der Notes of Malt schreibt jetzt hier Malz und verschiedene Nüsse mit Honig. Ist der nussig? Ah ja, ein bisschen hart, aber ganz leicht nussig. Leicht angebrannte Karamell, zudem getrocknete Aprikosen und wieder diese Sommeräpfeln, ja. Etwas Pfeffer, Muskat, ein Hauch Ingwer mit leichter Schärfe. Habe ich nicht so gehabt. Und Abgang war mittel bis lang, angenehm wärmend, habe ich immer noch. Diese Mandelsplittern in Schokolade, ein bisschen Honig, leichtes Aroma von Chili hält an, habe ich nicht, aber gut, wenn das dann für dich dann so ist. So, kurz bis anhalten, mittellang, trocken, Blockmalz. Nee, mache ich nicht. Haselnüsse und Mandeln, leicht erdig und lehmig. Wow, okay, das alles habe ich am Ende hier nicht. Ist frisch, ist ein Sommerwhisky, ist ein Frühlingswhisky, ist eine, ich denke viel nicht darüber nach, Whisky, ich genieße den. Und das ist einfach das, was man denkt, einfach bei einer 4 Jahre alte eigene Produktion. Bravo, bravo, bravo. Preis-Leistung 58 Euro, 90, 59,90 Euro, 60 Euro. Wenn das in Schottland wäre, diese Flasche, ja, wäre, hätte, hätte, Fahrradkette, wären wir vielleicht in Schottland. Das wäre ein Renner gewesen für ein Initial Release. Ja, also ich denke an Lindors, ich denke an Lochlea, ich denke an Kingsbarn, ich denke an verschiedene First Releases aus dort oben aus Schottland, die ich schon im Glas hatte. Der konnte mithalten. Ja, also wirklich super gut gemacht, was das angeht. Allerdings bin ich bereit, für diese Geschmackserlebnis 60 Euro auf den Tisch knapp zu legen. Nein, 3 minus. Ich verstehe, dass so eine Flasche mehr kosten muss, bla 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 bla. Aber auch hier, oh, ich wollte euch den Drachen zeigen. Ja, jetzt können wir diesen Drachen sehen. Auf alle Cognac-Produkte ist dann das mit drauf. 48, 49 Euro wäre für mich dieses, wo ich sage, Schmerzgrenzen kaufen. Geh mal zu einer Messe hin. Entweder Mareike Spitzer selbst oder dann Thorsten ist denn dort auf viele, viele Messen unterwegs in Deutschland und geh hin und sag, hey, Jason gesagt, ich sollte Cognac probieren, ist das so gut? Und dann probier mal gleich als zweites da, aus Vergleich dazu, die Straw Boys. Ja, und schau einfach mal, wie die Vergleiche so sind. Meine Straw Boy Flasche ist bestellt, aber noch nicht da. Schau ich mal, ob ich das denn vergleichen kann. Gut. 3 plus Geschmack, 3 minus im Preis, aus meiner Sicht. Nun, meine und unsere, vielleicht gibt es ein paar von euch da draußen, die mein Video anschauen, die auch mit mir auch diese Fassteilung hier haben. Also entwickelt sich gut. Langsam kriegt er Holz. Hat auch dieses Mürbeteig. Ich habe einiges in Wasser reingetan.
Interessant, der war cremiger. Wow. Also das ist eine sehr ehrliche, sehr schöne, sehr gutes Fass. Ein, zwei La Jahre, glaube ich, lassen wir es noch liegen und dann füllen wir es ab. Ich muss mal in die Tabelle schauen, wann das denn so ist. Laut unserer Planung entwickelt sich dahin, wenn man es jetzt abfüllen würde, ja, wäre es okay. Wenn man ein bisschen länger wartet, könnte es dann ein sehr guter Whisky werden. Hält auch ein bisschen länger an. Schön. Also dreifach destilliert, irische gemälzte Gerste benutzen sie denn da. Das war vorher diese Bäckerei, da ist die Brennerei links und die haben ihre Lagerhalle denn da. Und ich freue mich. Ein ehrlicher, bourbongereifter, Fassstärke-Whisky aus Irland ist immer wieder gut. Whisky ist ein Langzeitspiel. Auch wenn ich sage, heute möchte ich gerne einfach mal Kontakt aufnehmen und eine Einzelfassabfüllung machen, gefüllt 6 bis 8 Monate. Ja, boom, bis der Produkt in Schottland oder Irland fertig wäre und dass wir das die Flasche in Deutschland hätten. Wenn ich allerdings sage, ich möchte eine eigene Whisky haben, tada, ein Fass kaufen. Also das heißt, ich kaufe heute und dann 6, 8, 10, 12 Jahre muss ich warten. Also wenn ich heute kaufe und möchte ein 12 Jahre altes Produkt auf den Markt bringen, heißt, wir sind im Jahr 2035. Bis dahin ist diese Energiewende der Umstellung, Umwandlung fast durchzogen in Deutschland. Ja, also keine Verbrennungsmotoren mehr, kein dieses mehr, kein jenes mehr. Und so lange muss man warten, bis der Whisky 12 Jahre alt wird, falls wir es heute kaufen würden. Lang. Ja, also ganz ehrlich, ich bin viel zu spät eingestiegen in Whisky mit meinem hohen Alter damals von 45. Ja. Und jetzt, ja, knapp 7 Jahre später. Okay. So, schauen wir mal, was wir hier alles tun können. Ich bin dankbar, dass ich ein paar Fässer schon liegen habe. Und das ist auch eine super schöne Sache, was wir da haben werden. Schaue ich mal, ob ich nächstes Jahr da vorbeikomme. Also dieses Jahr ist es nicht geplant dahin. Dieses Jahr bin ich nur momentan in Whisky Live Dublin. Und schauen wir mal, ob ich das denn hier hinkriege, irgendwo anders denn hinzufahren und nochmal Irland zu besuchen. Alles Gute euch! Meine Frage des Tages von den neuen Brennereien aus Irland. Welche begeistert euch am meisten? Neu heißt alles, was nicht Middleton, Cooley oder Bushmills ist. Ja, also die Jungs da oben in Rathmann, also Shotcrass, das ist, was die da machen, ist cool. Das, was Dingle macht, ist super schön. Das, was Connacht macht, ist super toll. Es gibt so viele wirklich spannende, interessante Brennereien dort tatsächlich genau, in Irland. Interessant. Waterford habe ich gar nicht genannt. Werde ich auch nicht nennen. Es gibt so viele super schöne Sachen, die da getan werden. Und ich freue mich, dass ich diese Flasche endlich in der Hand nahm und ihr ein Video dazu gedreht hat. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Bis dahin. Ciao.